In engen und tief liegenden Bauräumen ist man für jede Arbeitserleichterung dankbar. Und in der heutigen Ausgabe von Werkzeug TV wollen wir Ihnen eine enorme Erleichterung vorstellen. Dazu habe ich mir einen Studiogast eingeladen, René Steudt von der Firma Gedore. Hallo. Hallo. Herr Steudt, Sie mit der Firma Gedore sind tief in die Recherche gegangen, sind zu den Anwendern rausgefahren und haben nachgefragt, wo sind aktuell Problemfelder vorhanden? Was ist rausgekommen? Also wir haben feststellen können, dass die Anwender ein Problem haben mit schlecht zugänglichen Schrauben. Mhm. Und besonders wenn die in Sacklöchern sitzen, wie komme ich ran und wie kriege ich die Schrauben raus? Weil man kann sich vorstellen, wenn man im Grunde genommen Schrauben wieder rausholen möchte und man verliert die in diesem engen Bauraum, weil alles wird ja komplexer, dann hat man natürlich Nacharbeiten zu machen. Teilweise muss man Sachen demontieren und entsprechend hat man dann deutlich mehr Aufwand. Mhm. Und da haben wir die Lösung gefunden mit einer Universalmagnetverlängerung, womit man im Grunde genommen die Schraube am Steckschlüsseleinsatz fixieren kann. Das ist eine ganz tolle Innovation. Wir zeigen sie direkt mal. Na klar, können wir. Und zwar, man steckt einfach den Steckschlüsselaufsatz auf die Magnetverlängerung. Mhm. Ich habe jetzt eine Schraube hier schon handfest eingedreht. Wir lösen die einfach mal. Und bei einer normalen Verlängerung würde was passieren? Ich ziehe jetzt ab, die Schraube bleibt drin. Und hier habe ich im Grunde genommen schon die Schraube mit vorne am Steckschlüsseleinsatz. Mhm. Wenn wir das Ganze jetzt umgekehrt machen, wir fädeln das Ganze ein, hat das auch einen Vorteil. Und zwar, durch den Magneten wird im Grunde genommen die Schraube zentrisch fixiert. Das heißt, sie bewegt sich nicht innerhalb, das heißt, sie liegt gerade drin. Und das erleichtert mir im Grunde genommen auch wieder das Einfädeln, weil der Gang findet sich relativ schnell und die Schraube ist dann auch schnell wieder fest. Sind sozusagen zwei Lösungen in einem Gerät. Früher war es so, entweder ist die Schraube beim Rausdrehen vielleicht manchmal rausgefallen, da musste man mit dem Finger rumfriemeln, musste die suchen, oder wenn man sie wieder reingedreht hat, war zu viel Spiel. Richtig, genau. Man kann das vielleicht hier nochmal zeigen. Ich schraube sie dafür nochmal raus. Wenn man das im Vergleich zu einer normalen Verlängerung sieht, wird die im Grunde genommen gerade fixiert. Mache ich das Ganze jetzt bei einer Standardverlängerung, habe ich die Problematik, dass ich durch die Toleranzen entsprechend dann wieder eine Verkantung habe. Also man sieht es hier, richtig, wackelt ziemlich rum. Genau, und dann habe ich das Problem, hiermit kann ich natürlich nicht führen und sauber einfädeln. Da habe ich natürlich eine deutlich größere Erleichterung, wenn ich die Universal-Magnetverlängerung nutze. Jetzt haben viele Anwender gefragt, warum macht man den Magneten nicht direkt in die Nuss rein? Warum? Die Lösung gibt es schon, dass man im Grunde genommen über die Nuss geht, die magnetisiert durch den Einbau eines Magneten. Jetzt muss man sich einfach vorstellen, ich habe ja nicht nur eine Schlüsselweite, die ich bedienen muss, sondern mehrere. Das bedeutet, ich brauche immer eine spezielle Nuss, die einen Magneten hat und entsprechend habe ich dann der Vielzahl meiner Schlüsselweiten auch verschiedene Sonderwerkzeuge. Das kann ich verhindern, indem ich eine Universalmagnetverlängerung habe. Damit magnetisiere ich im Grunde genommen jede 0,5 Zoll Nuss und brauche im Grunde genommen nur Standardwerkzeug. Sie haben gerade gesagt, man kann verschiedene Schlüsselweiten abdecken. Welche Nussgrößen werden alle abgedeckt? Also wir können mit der 0,5 Zoll Magnetverlängerung Schlüsselweiten von 8 bis 36 abdecken. Und 36 ist schon recht groß und wir halten trotzdem noch mit dem Permanentmagneten die Schraube fest am Steckschlüsseleinsatz. Es ist auch im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet, denn Sie haben einen Preis bekommen auf der Kölner Eisenwarenmesse. Erzählen Sie mal. Genau, und zwar haben wir den Eisen 2014 dort gewonnen. Damit wird das innovativste Werkzeug ausgezeichnet. Das wird auch von Anwendern prämiert, die auch selbstständig dann entscheiden, ja genau, das ist wirklich eine Innovation, die hilft uns, Anwendern selber. Und den haben wir auch schon 2012 bekommen und haben ihn jetzt folgend 2014 für die Magnetverlängerung bekommen. Also innovativ, universell einsetzbar und passt in jede Hosentasche. Tolles Gerät. Vielen Dank, dass Sie es vorgestellt haben. Gern geschehen. Und vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von Werkzeug TV wiedersehen. Tschüss.